Die Polizei hat bei der Durchsuchung der Wohnung der festgenommenen RAF-Terroristin Daniela Klette mehrere Waffen, Munition, eine Panzerfaustgranate sowie weitere Sprengmittel sichergestellt. Die heute 65-jährige Klette soll über 20 Jahre lang unentdeckt in Berlin-Kreuzberg gelebt haben. Die ehemalige Terroristin soll an mehreren Anschlägen beteiligt gewesen sein. In Niedersachsen soll sie mehrere Raubüberfälle begangen haben. Deshalb sitzt Daniela Klette nun in Vechta in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht weiterhin nach ihren RAF-Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub.